Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Wir sind immer noch an derselben Stelle, an der wir das letzte Mal aufstanden. Nämlich hier an der Brücke hinterm Forst. Focus Forst, so heißt der. Und jetzt sind wir auf dem Weg da, da hinten in die Höhle rein. Ihr seht sie direkt vor mir. Und wir gucken mal. Ich habe zwischen den Folgen bisschen fleißig was gemacht. Und zwar guckt euch das an. Tada! Ich habe Bisaflor. Und ich hab dieser Samen hochgezogen. In den letzten Tagen ganz fleißig. Ja, so sieht es jetzt aus. Da ist es. Ist super cool. Guckt euch das an. Upsala. Nein, das wollte ich nicht. Ah! Da. Da haben wir es. Beautiful. Absolut. Und ja, das haben wir jetzt dabei. Es ist jetzt nicht das höchste Level, aber es ist gut mittendrin, finde ich. Ihm geht's gut. Ich habe mich gut gekümmert. Und wir holen uns jetzt dieses Miltank. So, jetzt ist soweit. Endlich. Ich habe es mir zwischendurch nicht geholt. Ich habe mir dafür ein paar andere Sachen zwischendrin geholt. Ich kann euch das auch noch gerne zeigen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was das alles war, aber ihr werdet es bestimmt wissen, wenn ihr es seht. Da. Genau, ich habe ein paar Flottbälle verbraucht. Das sieht man vielleicht. Komm schon! Nein, du bist eine doofe Kuh, bist du! Das hast du davon jetzt. Das hast du davon! Es hat überlebt, das ist sehr gut. Wieso hast du Pferdestärke drauf? Du bist eine Kuh. Da. Und? 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 Sehr gut. Okay. Wir haben Miltank gefangen. Ein Milchkuh-Pokémon. Miltanks Gesundheit leidet darunter, wenn es nicht jeden Tag gemolken wird. Der Geschmack seiner Milch ändert sich je nach Jahreszeit. Mhm. Das nehme ich mir jetzt mal mit. Danke dafür. Muss ich nicht mal Lotto spielen? Ah! Muss ich nicht mal Lotto spielen? Ah, guck mal, da haben wir doch direkt wieder... Ich weiß, wir laufen in die komplett falsche Richtung. Das ist okay. Das ist okay. Das hat Gründe. Ich will Tauros nicht. Tauros hat all meinen Hass verdient. Dafür, dass es so nervig ist in Open-World-Spielen von Pokémon. Punkt. Das rennt einen immer um. Ich hasse das. Wieso rennen die gerade alle auf mich zu? Was habe ich euch getan? So, wir rennen jetzt einfach hier eine Runde. Und schauen einfach mal grob. Ganz grob. Ob wir irgendwo noch einen Dickda sehen. Das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren. Oh, was war das? Habt ihr das gehört? Das war ganz schön laut. Was war das? Ich habe jetzt Angst, ich will hier raus. Oh, da ist ein Tick da, sehr gut. Und ein Glitzerchen. So, dich nehme mit. Da ist noch eins. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da auf der Insel da eins war. Ich habe jetzt nicht geguckt, weil ich Angst hatte. War dann dick da. Da war tatsächlich eins. Sehr gut. 10 Stück haben wir hier noch über. Ich hoffe, hier ist jetzt keins mehr. Die sind teilweise echt nicht einfach zu finden, muss ich wirklich sagen. Die sind gut versteckt, aber meine Augen sind besser als das. Oder so. Hopefully. Wo will ich denn jetzt lang? Einfach hier unten am Strand, glaube ich. Und das hier sammeln. Eine Lauchstange. Okay, ein Item, das von Purenta getragen werden kann. Diese lange Lauchstange erhöht die Volltrefferquote stark. Okay, das ist voll krass. Purenta ist so cool. Ich würde gerne eins haben. Ich hoffe, ich finde eins für mich. Da hinten ist eins.
Also kein Porenta, aber ein Dickter. Deswegen klauen wir uns das jetzt auch einfach mal weg. So. Gib mir dein Watt. Hier kann halt überall eins sein. Aber naja. So, ich habe jetzt hier gerade keinen Bedarf, mir irgendwas zu fangen. Tatsächlich. Irgendwie. Vielleicht so ein Sichlor noch. Sichlor ist eigentlich cool. Komm. Dich nehme ich mal mit. Und zwar mit einem Flottball. Komm. Bei dir klappt es doch easy. Bestimmt. Komm, ey, das ist wenigstens ein, es ist wenigstens ein Ruckler drin geblieben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, Sichlor kommt direkt raus. Das ist nicht so gut. Mach mal so einen, Inteleon. Oh, okay. Aber Inteleon hat überlebt. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Dass Inteleon überlebt, das wollen wir ja schon. Ups. Ah, okay, Ja. Komm, wir nehmen mal Hypertränke. Da fühlt es sich nicht so schlimm an, wenn man mal einen benutzt. Nicht so ganz schlimm. Schon schlimm, aber nicht so ganz schlimm. Oh, guck mal. Wir haben hier so viel Zeug wieder. Ich komme gar nicht klar. So, da hinten ist die Höhle, glaube ich. Ich glaube, das ist die richtige Höhle. Ich hoffe, das ist die richtige Höhle. So, da ist noch ein bisschen Watt. Da ist ein Pokéball. Das werde ich nicht versuchen zu fangen. Oh, oh, Mistkacke. Wieso sind die alle cool? Wir haben die Vorentwicklung. Zumindest davon. Boah, ist das süß, gell? Mm. Da ist noch ein Dick da. Komm her jetzt. Hallo? Komm her. So. Okay. Sechs Stück nur noch. Das ist ja easy. Weil das Ding macht mich fettig. Sag ich euch. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht. Nein. Wie sollte ich auch? Gelogen. Das fange ich mir nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber nicht sofort. So, hier sehe ich jetzt offensichtlich nichts. Da glitzert. So, du bist cool zum Leveln eigentlich. Wieso rennen hier so viele von denen rum? Da ist ein Freund und Helfer für uns. Das finde ich auch gut. Ich sehe keinen Dick da. Hier müsste eins sein. Ihr wisst, dass hier eins sein müsste. Genauso gut, wie ich das weiß. Ich habe alle übersehen. Gotta übersehen them all. Sag ich dann nur. Ah, so. Was haben wir hier noch? Wie viel sind jetzt übrig? 5, 4. Och. Ja. Muss ich da nur mal gucken. Aber wir haben bis auf 4 alle gefunden. Das ist doch ein guter Schnitt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, hierher fährt sich nur ganz selten mein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddel. Ah, Mr. Buddel, ja. Du hast nicht zufällig Richtungsjets dabei. Du weißt schon, dieses seltene Gestein. Wenn du mir ein paar Brocken davon bringst, buddel ich dir mit meinen starken Armen nur jede Menge Watt aus. Ist bestimmt kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben, weißt du was? Zur Feier unserer Begegnung kann ich dir auf Kosten des Hauses ein paar Watt ausbuddeln. Wie wäre das? Nein, ich will kein Watt. Ich habe genug Watt. Behalt dein Watt. Ah! Der Aufwärmtunnel. Da müssen wir jetzt Pilze sammeln, richtig? Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Dragosso nehmen wir sowieso mit. Wer Dragosso nicht mitnimmt, weiß ich nicht. Der weiß nicht, was er tut. Keine Ahnung. Flatt mal los. Nimm mit. Nimm mit. Ja. Sehr gut. No, fast ein Level up, aber nur ganz knapp. Einsam Pokémon. Es trägt den Schädel seiner verstorbenen Mutter. Manchmal weint Dragosso, während es träumt, doch jede vergossene Träne macht es stärker. Oh, it's so sad. Es ist so traurig.
armes kleines Dragoscho-Baby. Oh, ein Dickter. Du gehörst zu der Höhle hier, richtig? Oh, das ist aber cool. Na, ob ich die finde? Oh, guck mal. Da sind die Pilze. Die sind ja nicht zu übersehen. Oh, du auch nicht? Eins haben wir noch. Hier ist erstmal Pokéball. Noch mehr Rüstungserz. Was haben wir hier? Tarnsteine. Die mag ich nicht. Der Anwender legt eine Falle aus schwebenden Steinen aus, die gegnerische Pokémon verletzen, die in den Kampf gerufen werden. Das ist voll frech, ist das. Ich finde das gemein. Sowas macht man nicht. Nee, dich mag ich nicht. Ich mag nur die Cuten. Wobei, das ist gelogen. Ich habe jetzt nicht nur cute Pokémon. Was? Oh. Ha, da wachsen tatsächlich mehrere deine Pilze dicht an dicht, wie von mir vorher gesehen. Meine Psychokräfte haben mich der Existenz dieser deiner Pilze zuerst gewahr werden lassen. Wie heißt es so schön? Wer es zuerst erspürt, mal zuerst. Ha, du solltest sie mir also überlassen. Nein? Mit Vernunft kommt man bei dir wohl nicht weit. Du bist mir fürwahr ein Dorn im Auge. Du tauchst aus heiterem Himmel auf, jung und selbstbewusst, als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Du willst mir Steine in den Weg legen? Ha, dann lass mich dir demonstrieren, wozu Psycho-Attacken als fähig sind. Oh. Du schon wieder. Du schon wieder. Wieso hast du deine coole neue Uniform nicht an? Ich habe sie ihm von den Fleckmund zurückgeholt. Wieso trägt er sie nicht? Nun denn, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier die Oberhand hat. Ja, ich. Ich. Gemeinheit. Der hat ja eh nur 4 Pokémon. Ja, guck mal an. Du unverschämtes Früchtchen. Wag es ja nicht, diese Attacke erneut einzusetzen. Ja, vielleicht mache ich das aber. Nicht sofort, aber bald. Ich hätte mal irgendwo heilen gehen sollen. Meine AP bei den guten Sachen, alle weg. Alle weg. Okay, was macht das? Konfusion. Ja, voll gut. So, bitteschön. Ein Knirscher für Phlegmon. Tja. Ich mag die Musik aber trotzdem ein bisschen. Musik ist gut. Kadabra. Ich hab vergessen. Wobei, doch, ich glaube, das ist schon richtig. Ich glaube, wir hätten sonst Sakani geholt. Ich hoffe. Komm schon. Zamazenta, du musst es machen. Tu es für mich! Okay, sehr gut. Ah, oh, das ist schön. So muss es immer laufen. Was hast du noch für mich? Flicknoil. Ja, ich kämpfe weiter. Ich bin nicht schwach. Ich werde dich verlieren. Doch. Du bist voll schwach. Bitteschön. Ein Knirscher für dich. Der hat halt auch nur Unterentwicklung dabei. Der hat nicht mal hochentwickelte... Also, ihr wisst, was ich meine. Er hat nur die nicht entwickelte Form dabei. So. Sagen wir es so. Das war's schon? Du hast meinen Stolz wahrlich einen heftigen Psychostoß versetzt. Es tut mir leid, aber du wolltest es so. Welch ein Graus. Wieso will mir einfach kein Sieg gelingen? Woran hapert es denn bei mir? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich halte derweil Ausschau nach Exemplaren mit etwas mehr Eleganz. Saveria setzt Teleport ein. Okay. Hast du gut gemacht. Nimm dir deinen Pilz. Ja, das waren 3. Das ist alles? Ein Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt von Dynamax-Pokémon zu ändern. Im Kampf hebt er alle Statuswerte eines Pokémon an. Bitte was? Hallo, Motte. Na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Das ist ein Kinderspiel. Was? Du hast schon 3 deine Pilze aufgespürt? Sag bloß.
Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hm? Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Boah, ist Suppenwasser geil. Es gibt Suppe, wenn ich heimkomme. Gibt's was Schöneres, als heimzukommen und es gibt Süppchen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben hier alle dick was haben. Wo sind wir hier? Wüstensenke. Wieso gibt's hier so viele Orte? Oh, da ist auch eins. Ein dick, da kommen wir, holen das mal. Wie viele gibt es denn hier? 9. Easy. Die sieht man hier so gut, ne? Die können sich hier nicht verstecken. Ah, guck mal. Hier sind auch so viele Pokebälle. Das ist ja unglaublich. Warte mal, ist das nur so ein kleines Gebiet? Warte, ich muss jetzt mal gucken hier. Wenn das nur so ein kleines Gebiet ist, nehmen wir das nur schnell mit, ne? Wo hat's da? Das war ein Flottball. Richtig gut. Was ist hier drin? Beulenhelm. Wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, erleidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Oh, das ist cool. Ah, ich habe dich gesehen. Durch den Stein. Haben Wallhack an. Ja. Noch 7 dick da. Okay. Ja, da kann man aber auch super schnell was übersehen. Trotz dessen. Hier hat's ge... Aha. Nimm das. Oh, Pudersand. Sehr gut. Okay, hier werde ich auf jeden Fall nicht alle auf Anhieb finden. Aber wir können einmal durchlaufen. Es gibt jetzt auch noch nichts, was mich anspricht am Pokémon. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Sandsturm, wenn der Träger diese Attacke einsetzt. Ugh. Es gibt schon echt unschöne Items, die man seinem Pokémon geben kann. Muss ich sagen, gefällt mir nie. So, dich haben wir auch. 6 Stück sind hier noch. Oh, hier glitzert so viel. Hör auf zu glitzern. Das ist ja schrecklich. So, wie viel hatten? 5 Stück noch. Guck mal. Das ist ja machbar. Das ist machbar. Das schaffen wir. Ich liebe es, dass hier so viel rumliegt. Dieser bizarre Orb fügt seinem Träger Verbrennungen zu? Warum sollte ich das einem Pokémon geben, wenn es dann Verbrennungen erleidet? Das hat bestimmt einen taktischen Hintergrund, von dem ich nichts weiß. Zumindest jetzt gerade nicht. Luxusball, Feuerstein. So, dich nehme ich mit. 3 Stück noch, ne? Nee, 4. Och. Hab schon gehofft. Da ist noch eins. Sehr gut. Wir machen uns die Taschen voll. Ich finde das schön hier. Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Ist auch nicht verkehrt. So, da ist noch eins. Man sieht die echt gut. Also, wenn man aufpasst, sieht man die. Ist halt nur doof, wenn man dann so ganz knapp an einem vorbeiläuft und die Kamera vielleicht nicht genau drauf hält und es dann halt einfach nicht sieht. Was bestimmt nicht mir passiert. Nein, nein. Ah, da ist noch eins da oben auf dem Hügel. 100%. 2 Stück noch, das sind machbar. Schützer. Steif und schwer, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Das sieht komisch aus. Für was könnte das sein? Das ist eine gute Frage. Ich mag das kleine Krokodil so ein bisschen. Das ist süß. So, vorletztes. Wollen wir uns das mitnehmen? Wo ist es hin? Ah, da. Komm, wir nehmen uns das mal mit. Ach, Inteleon, hör auf zu wackeln. Ja, ja. Ich kämpfe ja auch gar nicht. Ich werfe nur einen Flottball. Aber vielleicht hat er Angst, dass das schief laufen könnte. Da stimme ich ihm zu. Da habe ich auch Angst. Aber es hat geklappt. Wir haben ein Kano will gefangen. Oh, und Level 70 für Glurak. Ich bin so stolz.
So, ein Wüstenkroko-Pokémon, das klingt süß. Garnuvel ist zwar klein, verfügt aber über kräftige Beine, mit denen es sich durch den Wüstensand fortbewegt, als würde es schwimmen. Ich kann es mir richtig vorstellen und ich finde es super. Das ist halt auch so ein Pokémon, das könnte es schon in der Realität geben, was es eigentlich auch fast tut. Naja, egal. So, jetzt komm, ein Diktar, das kriegen wir hin. Das wartet doch hier nur auf uns. Da, ah ja, wir sehen es. Okay, wir haben es gefunden. Schlagbohrer. Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. Frech. So, wir nehmen uns das Wart mit. Und da haben wir das letzte Diktar. Das hat gut geklappt. Das hat wundervoll geklappt. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zurück. Da können wir jetzt eigentlich fliegen. Ne? Ich nehme jetzt noch mit, was glitzert und was Pokéball ist. Und dann fliegen wir zurück. Ich glaube, hier war noch ein Pokéball. Oder haben wir den schon? Den hatten wir schon. Ah ja, gut. Gut. Okay, dann fliegen wir zurück. Wo sind wir denn gerade laut Map? Hier hinten sogar. Da waren wir jetzt quasi überall, ne? Kämpfergrotte, Fleischebene. Da können wir sogar hinfliegen. Zu Mr. Buddel. Guck mal. Ah. Guck mal, wir waren jetzt eigentlich... Oh, da ist noch was. Nee, das ist eine Höhle. Ja, finde ich gut. Wir gehen jetzt hier vorne hin. Ich würde nämlich gern wieder zu dem Mann, wenn ich darf. Hier war jetzt vorne irgendwo das Fähnchen. Ich würde gerne nämlich gucken, was ich jetzt von ihm bekomme. Das ist voll wichtig für mich. Gib mir Belohnungen. Wir haben voll viele Diktar gesammelt. 41 haben wir. 41. Darunter sogar eins, das ich zwischen... Ja, ich habe ein Dikt... wie heißt das? Diktra? Nee, zu... Nein, Diktri. Oh, ich bin so doof. Da steht's doch. Jetzt habe ich so... Oh mein Gott. Egal, egal. Alles gut? Ihr habt nichts gehört. Jetzt, es fehlen nur noch 65 Stück. Nur noch. Nur noch. Aber ich habe das meiste schon gefunden. 30 Diktar. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung. Gib mir, gib mir. Gib mir! Ein Sandal. Oh ja, das Weiße, ne? Ja. Oh, schön. Dann gut, dass ich das andere nicht gefangen habe. Als hätte ich es gewusst. Das ist ein Maus-Pokémon sogar? Das wusste ich nicht. Die verschneiten Berge einer südlichen Insel sind seine Heimat. Bei Schneestürmen verharrt es unter Schnee, um nicht weggeweht zu werden. Ja. Das ist voll süß. Ich möchte mich ordentlich bei dir bedanken, sobald 40 Diktar wieder bei mir sind. Hab ich nicht? Ist nicht? Ja doch! Wir haben 40! Okay. Ah, ja! Ja! Oh, das habe ich ganz vergessen. Guckt es euch an. Ja! Ich liebe das. Ich liebe das. Es ist so hübsch. Es ist so hübsch. Maus-Pokémon. Dieses Pokémon steht auf seinem Schweif und nutzt seine Psychokräfte, um zu schweben. Es greift mit sternförmigen Donnerblitzen an. Ich mag es gerne. Ich mag es wirklich richtig gern. Oh nee, ich tue es in die Box. Ich würde es gerne mitnehmen. Jetzt? Also, ganz, ich würde es gerne mitnehmen. So, wir sind bei 50. Gib mir noch eins. Knocker. Oh, was, wie sieht das aus? Das habe ich vergessen, glaube ich. Na ja, das habe ich voll vergessen. Okay, das ist auch cool. Knochenfan-Pokémon, Feuergeist. Die verfluchten Flammen, die an seinem Knochen brennen, sollen einen seelischen und körperlichen Schmerz hinterlassen, der niemals erlicht. Oh Gott, da sollten wir nicht so nah rangehen. Ich mag diese ganzen Pokémon sehr gerne. Okay, wir haben 75, oder? Ja, okay. Letzte Belohnung, glaube ich, für diese Folge. Ja! Wie viele gibt's eigentlich? Es gibt ein paar anscheinend, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, es ist super. Palmfrucht-Pokémon, seine Psychokräfte haben nachgelassen, doch der Kopf an seinem Schweif überwacht die Umgebung mittels schwacher Telepathie. Pflanze-Drache ist das sogar. Also wie Schlapfel, ne? Sehr cool. Ich muss kurz in den Bericht gucken. Wir kriegen die alle auf Level 30 sogar. Oh. Absorber Egelsamen. Oh, du kannst nicht sonderlich coole Sachen, glaube ich. Sage ich jetzt einfach mal so. Um es nicht so schwer zu machen.
Ich find's super. Okay, bei 100 Stück. 100 Stück haben wir noch nicht. So, wir müssen wieder hier hoch wahrscheinlich. Wir müssen jetzt Suppe essen. Denn wir haben gesiegt. Aber natürlich machen wir das erst in der nächsten Folge. Ich danke euch hier allen wieder immer fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.